Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ich möchte so gern für ein Waldviertel sein, mit den anderen Ross über die Wiesen rennen. Ich möchte so gern für ein Waldviertel sein, da darf ich noch eine Freiheit kennen. Spüre ich das Gras unter die Huf, der Nachtwind streichelt sanft mein Fell, der Kuckuck grüßt mich mit seinem Ruf. Das ist schön. Willi Michel, der Münchner schlechthin braucht keine Erklärung zu Willi Michel. Wir wissen aber alle, dass München nicht nur aus Einheimischen besteht, sondern auch aus Zugereisten. Deshalb jetzt kurz mal eine Selbsterklärung. Einer, der gerade nach München gereist oder gezogen ist und jetzt wissen möchte, wer ist Willi Michel? Wie würdest du dich selber erklären? Ich bin der Isar-Indianer und Blues-Sänger Willi Michel. Und das ja nicht erst seit gestern. Ich lebe jetzt in meinem 61. Sommer. Ich habe jetzt meinen 60. Geburtstag gefeiert am 9. Juli. Und wenn du uns die nette Dame auf deiner Couch auch noch mal vorstellen würdest? Das ist meine Ehefrau, Cora Michel. Sie ist die Bärenfrau. Und jetzt sind wir hier in Solln, in deiner Wohnung, in eurer Wohnung, im obersten Stockwerk. Und es ist ja nun mal nicht Wohnung, die man öfter in der Form in unserer Stadt finden würde. Warum hast du dir deine Wohnung so eingerichtet, wie sie eingerichtet ist? Ja, das ist ein Wigwam. Und ich bin ein Indianer, der auf dem roten Weg wandert. Und deshalb brauche ich sehr viel Medizin. Und die ist hier überall. Alles, was hier ist, ist Medizin. Auf was für einem roten Weg wanderst du? Das ist der Weg von Liebe, Respekt und die Erdmutter ehren. Okay, und du machst das alles aus dem Indianergefühl heraus. Ist Cora auch, folgt sie dir da in dem, oder wie ist es bei dir, Cora? Würdest du dich auch als Indianerin sehen? Ich bin auf alle Fälle eine Ureinwohnerin und das im Indianischen sehr ähnlich ist. Und ich bin ja auch in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen, wo die Wurzeln noch sehr von früher sind. Wo ist dieser Ort? Das ist in der Oberpfalz, ein ganz kleiner Ort. Und das Indianische ist ja auch zurück zum Wesentlichen. Und das verbindet sich sehr. Willi, bei dir weiß jeder, also der dich kennt und in München länger lebt, dass es dich gibt. Und die meisten Leute sind dir ja auch sehr positiv gegenüber eingestellt. Wie verhältst du dich zu den Leuten, die das, was du lebst, belächeln? Ich versuche, das zu verstehen. Und dann denke ich nach, aus welchem Grund sie das belächeln. Denn da gibt es die verschiedensten Ursächlichkeiten. Mhm. Und ich erkenne dann im Laufe der Zeit, wenn ich mich den Leuten zuwende, dass sie anfangen zu verstehen. Und das ist schon der Punkt, also der eigentliche Moment, um den es geht. Denn es geht nicht darum zu beurteilen, sondern es geht darum zu verstehen. Mhm. Und also meine Lebensweise, mein ganzes Denken beinhaltet das Wissen, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir uns darum kümmern müssen, dass die Menschen überleben können. Deshalb sagen Indianer,
honor the earth. Erd ehret die Erde. Also zum Beispiel im Golf von Mexiko, was geschieht, das ist das Gegenteil davon, dass die Erde geehrt wird. Du meinst das Öl, was dort aus dem Meer hervorkommt? Ja, das Öl betrachte ich zum Beispiel als das Blut der Erdschlange, welches jetzt ausströmt, wenn man die Erde schwer verletzt hat und nicht dafür Sorge getragen hat, dass man, wenn ein Unglück geschieht, es auch stoppen kann. Und deshalb blutet jetzt die Erde. Wenn man es mal so ein bisschen auf die heutige Zeit übertragen würde, deine Lebensphilosophie, dann erinnert mich das an die Denke der Grünen. Fühlst du dich denen gegenüber nahe oder ist das für dich was Abstraktes? Wenn ich zum Wählen gehe, muss ich ihnen das Kreuz geben. Jedoch sage ich mal, dass auch die Grünen letztlich den tiefsten Sinn dessen, woraus das Leben kommt, noch besser verstehen könnten. Das mal so zu sagen. Okay. Jetzt lass uns mal an den Ursprung deines Seins versuchen ranzupirschen. Ich stelle mir vor, du bist ein Junge früher, also wir wissen, du bist jetzt 60 Jahre alt geworden. Sagen wir mal, als du so eben ein Junge gewesen bist, ab wann hat dich diese ganze Thematik Indianersein beschäftigt und wie ging das los bei dir? Das ist schon ganz früh gewesen. Also ich bin da als Kind schon immer mit der Natur in Verbindung gewesen. Also meine Oma hat mich im Alter von 3 Monaten in der Isar an der Marianenbrücke gebadet. Also ich bin sozusagen in der Isar getauft, kann man sagen. Und ich habe immer an der Isar gelebt, an diesem Fluss, aus dem eben auch unser Leben hier kommt. Jetzt ist natürlich noch was. In den 50er Jahren, 1955, da gab es schon den ersten Schwarz-Weiß-Fernseher hier. Mhm. Und ich kann mich genau erinnern, ich habe einen Film gesehen, da ist ein Junge im Alter vielleicht von 10, 12 Jahren in einem Einbaum durch die Everglades gefahren, wo die Alligators sind und wo, also ich habe halt einen Film gesehen von einem indianischen Buben, der also ganz langes Haar hatte und der saß da in dem Kanu. Ist er in Florida? Das habe ich gesehen in dem Schwarz-Weiß-Film als Kind, da war ich noch gar nicht in der Schule. Und dann bin ich auf den Grasozean gesessen und im Garten in Trudering und habe mir ein paar Bretter zusammengelegt und dann war ich dieser Junge, der auch mit dem Kanu gefahren ist. Jeder hat ja so ein auslösendes Moment, wo man sagt, das war das, was mich ursprünglich inspiriert hat. Würdest du sagen, das war dieser Junge nicht, im Fernsehen? Nicht, war, auch, mit Sicherheit auch. Ja. Aber ich sage, ich habe geträumt, dass an dem Tag, als ich geboren wurde, der Regenbogenreiter, wie ich das nenne, diese geistmäßige Kraft, Rainbow Rider, dass das schon als ich geboren wurde, in mir Platz genommen hat, weil es auch aus meinen Vorfahren kommt, aus meinem Vater, aus meiner Mutter, aus meinen Großeltern und Urgroßeltern. Ich sag mal, als Junge Indianer zu spielen, das ist okay, wird von allen akzeptiert. Ja. Wenn man dann allerdings ein gewisses Alter erreicht, dann werden doch wahrscheinlich die Leute auf dich zugekommen sein und gesagt haben, Willi, jetzt lass mal gut sein und überleg mal, Versicherungen zu verkaufen. Genau, es können dann schon auf mich zukommen und dann können die sagen, jetzt lass mal gut sein. Dann sage ich, lass du mal gut sein. Ja, ich mach das weiter, weil das ist sinnvoll und das macht mir Freude und so kann ich leben. Dass mein Herz bleibt frei. Also ich bin ein freier Mann. Und das ist ja etwas, wo ich sagen will, was mein Land, der Freistaat Bayern, die Bundesrepublik Deutschland mir garantiert, das ist die Freiheit, mich so anzuziehen, wie ich es möchte, mich so zu kleiden, wie es mir gefällt und auch zu denken und zu sagen, was ich zu sagen habe. Das ist eine Freiheit, die mir dieses Land gewährleistet. Und das
benutze ich auch. Da bin ich sehr stolz drauf und sehr glücklich drüber. Irgendeiner hat mal gesagt, du bist der süddeutsche Udo Lindenberg. Ja? Nee. Nee, das bin ich ja nicht. Nee, Udo ist ja schon, das ist schon ein geiler Kerl und der macht auch irgendwie coole Musik. Aber ich bin überhaupt nicht der süddeutsche Udo Lindenberg. Nee, bin ich nicht. Aber da du ja auch coole Musik machst, wäre es jetzt nochmal schön, wenn du uns einen schönen Blues spielen würdest. You like to, okay, dann spiele ich mal so. Muss ich mal was anderes suchen. Da. So geht's. Mit Rosenfinger über die Gipfel streichelt die Sonne in der Früh. Schwingt sie zu den allerhöchsten Gipfel. Schüttelt ab die finstere Ruhe. Blues goes to mountain. Blues goes to mountain, all over the world. So Willi, sag mal, das ist ja hier quasi so ein kleines Baumhaus, gell, was du dir hier so züchtest. Weißt du, das ist mein Bruder da. Der ist, das ist mein Freund, weißt du. Und er ist für mich so wie du, verstehst? Und der liebt uns. Mhm. Denn er atmet aus, was wir einatmen. Und in ihm wohnen die Eichhörnchen und die gewiderten Freunde sind in ihm drin. Und das sind wir vollkommen mit ihm in einer geistmäßigen Welt. Sag mal, bist du mal in Amerika gewesen? Hast du dir da mal die Indianer angeguckt? Ich war nie in den USA. Ich habe hier indigene Verwandte getroffen. Ja. Also hier bei uns in Bayern sind sie gekommen und dann wollten sie mich alle sehen, das war cool. Denn die sind also hier gelandet und dann haben sie gesagt zu dem, der sich abgeholt hat, wir wollen jetzt sofort zum Willi fahren, ja. Der, weil wir wissen, dass es den gibt und dann sind sie hierher gekommen und haben mich besucht. Aber eigentlich musst du doch da mal hin. Ich meine, das sind doch sozusagen die Leute, die dein Leben definieren. Nein, sie definieren nicht mein Leben. Nicht? Die Spirits, die Geister definieren mein Leben, so wie die Geister auch ihr Leben definieren. Mhm. Und die Geister definieren auch kein Leben, sondern sie zeigen uns den Weg, den wir gehen. Aber mal aus Interesse, sich anzuschauen, wie das tägliche Leben bei den Apachen oder Sioux sich abspielt und das mal wirklich dort zu erleben, wäre doch für dich wahrscheinlich sehr interessant. Ich weiß, wie es dort ist. Also ich weiß sehr viel über ihre Lebensweise. Auch zum Beispiel über die Reservationen, zum Beispiel, also wenn man, eine der schlimmsten Reservationen ist beispielsweise die Pine Ridge Reservation. Ich habe auch Leute getroffen von da, die mir gesagt haben, was dort los ist. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt kein Bedürfnis, jetzt dahin zu gehen. Ich kann nichts für die Leute tun. Ich habe keine Chance. Ich kann nur hingehen und das anschauen. Und mitleiden, aber das bringt uns nichts. Ich mache das, was ich mache hier, für unsere Leute. Und ich mache auch was für die indigenen Verwandten, selbstverständlich, so gut ich kann. Nämlich versuche ich, den Menschen hier klar zu machen, um was es denn in dieser Welt, in der wir da leben, geht. Das sind faktische Sachen. Ich bin auch kein Esoteriker oder so, der da jetzt irgendwie eine Ersatzreligion vermitteln möchte. Was ist denn da drin? Das ist meine Medizin. Das ist heilig, das ist Medizin. Das kann man nicht sagen, was da drin ist. Aber es ist super hochheilig. Das kann man, okay. Aber es ist auch zum Beispiel ein Autoschlüssel drin. Ja. Und es ist auch zum Beispiel sogar ein Geldschein drin, weil da hat mir einer, ein Bruder, eine Zigarette gegeben und die habe ich dann eingewickelt, damit es nicht kaputt geht. Jetzt habe ich sogar einen Geldschein drin. Aber es sind noch ein paar Sachen drin,
die kann ich nicht sagen, aber zum Beispiel ist damit hat die angefangen, die Medizin, da ist ein Stein drin. Das war meine erste Sweat Lodge, also Temazcal, also ein Schwitzzelt. Das erste Schwitzzelt, in dem ich teilgenommen habe, im Jahre 2002. Und da habe ich also einen Stein, so einen ganz kleinen Stein von dem Häuptling Contreras bekommen, der mich dazu eingeladen hat. Sag mal, deine Fingernägel, da wäre die eine oder andere Lady sehr neidisch. Das Guitar, das ist berufsbedingtes Tuning for Guitar Playing. Ja. Jetzt hast du, weil wir jetzt beim Gitarre spielen sind, deine Sprache, in der du singst, ist bayerisch, ne? Ja. Obwohl du den amerikanischen Blues auch praktizierst. Du hast sozusagen diese beiden Komponenten zusammengebracht. Wann hast du gemerkt, dass das funktioniert? Das war meine reife Leistung. Anfang der 70er habe ich das gemacht und ich musste also verstanden werden. Hier, ich habe damals nur Englisch gesungen. Mhm. Ich habe ja den Blues auch bei den Blacks in der Innenstadt Münchens gelernt. Bei den GIs, den amerikanischen Soldaten? Da habe ich das gelernt. Ja. Und dann habe ich natürlich gewollt, dass die Leute, die mich kennen, das auch verstehen. Und so habe ich dann bayerisch gesungen. Denn Deutsch konnte ich nicht. Hochdeutsch konnte ich. So, Willi, jetzt müssen wir unbedingt dahin gehen, woraus du deine meiste Kraft ziehst. Und das ist natürlich unser Fluss, der hier durch München fließt. Wir gehen jetzt mal an die Isar. Genau. Also, was machen wir denn jetzt hier, Willi, mit dem Tabak, den du mir da jetzt in die linke Hand gegeben hast? Wir legen jetzt einen heiligen Tabak. Okay. Also, wie geht das? Dann holst du es in den Himmel auf. In den Himmel auf. Da kann es der Altvater sehen. Okay. Okay? Wer ist der Altvater? Nicht mehr reden jetzt. Okay. Das ist Gott. Okay. Halt es einfach in den Himmel, ganz weit auf. Und zeig ihm den Tabak. Jetzt wendest du dich zum Sonnenvater. Andersrum. Andersrum. So, und das. So. Was du siehst, kannst du dir merken. Ich sehe da drei Kinder, die da wunderschön schwimmen. Siehst Weil sie hier? Glücklich sind. Ja, die sind. Jetzt gehst du in die Richtungen und zeigst es allen Richtungen. Jetzt gehst du zur Erdmutter. Und zeigst es der Erdmutter. Wir bedanken uns bei der Erdmutter, dass wir mit euch hierher kommen konnten und es allen Leuten zeigen können, was wir machen. Willi, wenn ich jetzt dich mal frage, ob man sich das Ganze auch mit dem Willi Michel im Anzug vorstellen könnte. Ganz genauso. Ganz genauso? Kein Unterschied. Das ist kein Unterschied. Dieses ewige sich rechtfertigen müssen, ist das etwas, mit dem du mittlerweile gut umgehen kannst? Das gibt es nicht. Wie, das gibt es nicht? Niemand rechtfertigt sich. Und muss das auch nicht. Warum machst du jetzt das, was du da machst? Weil ich jetzt meinen Fluss, die Isar, ehren will. Diese Isar ist ein lebendiges und denkendes Wesen. Und es ist heilig. Es ist das Leben. Wasser ist das Leben. Hier bin ich geboren. Was ich ja auch interessant fand, Willi, dieser Familienvater, der hier aus der Isar seinen Sohn retten wollte, sein Kind, und dabei selber umgekommen ist, das hat dich bewegt und du hast ein Konzert für seine Witwe gemacht. Warum hast du das gemacht? Er hatte keine Versicherung und er war nicht angestellt. Also hat diese Familie große Schwierigkeiten. Und deshalb habe ich das gemacht. Es ist klar, wenn jemand so in Not gerät durch so einen Unfall und wenn man die Chance hat zu helfen, dann macht man das. Willi! Um dich zu verstehen, beantworte mir doch mal die Frage, ob der Willi Michel nur in Bayern möglich ist. Nee, den kannst du überall haben.
Aber warum funktioniert der Willi Michel so, wie er da steht? So gut in Bayern? Er funktioniert nicht, er ist da. Er existiert. Er wollte halt ein Musikmann sein. Ich wollte ein Musikmann sein und für die Leute Musik machen. Und deshalb haben sie sich gefreut, weil ich halt auch ein bisschen gekonnt habe. Aber jetzt musst du natürlich, wo du jetzt schon in der Isar stehst, gell, musst du jetzt den Isar-Song schlechthin spielen, bitte. Muss man nur mehr abtunen, weil es schaut, wenn es nicht stimmt. Willi, was ist denn so ein Indianer? Was isst du? Alles, was jeder andere auch isst. Ja? Eigentlich sollte ich mehr Gemüse essen. Aber ich esse immer sehr gern Fleisch. Eine schöne Tuning finden. Jetzt wird es da oben passen. Hast du schon mal einen Kriegsbeil begraben? Ich habe es begraben. Und ich habe zu einem Bruder gesagt, es ist gut, dass das Kriegsbeil begraben ist. Und er hat gesagt, ja, es ist gut. Aber es ist auch gut, niemals zu vergessen, wo. Also jetzt denke aus dem Karwendelgebirg springt der kleine Bach. Er ist so weit hinter Scharnitz. Und weiter geht es zum Silvenstein. Da muss ja nein fallen Gris. Bad Tölz und bei der Wies und dann in der Publingau wird die Zeit angehalten in der Sommersonne auf dem weißen Kies. Ich sag euch, es ist ein Isarflimmern mitten im Paradies. Es ist ein Isarflimmern mitten im Paradies. Der Wanderin geht auf dem Griffbrett. Rolling Stones im Flussbett. Träumen von Lady Jane. Das Ufer träumt vom Liebespaar. Und das Gebirge vom Wilderer jener Wein. Und der Fluss, der träumt von Millionen Jahre und er läuft allweil so dahin. Es ist ein Isarflimmern mitten im Paradies. Es ist ein Isarflimmern mitten im Paradies, wo alle Nacken tanzen. Die schauen an Ozungen, als wir einen Nacken in an. Und dann ist ein Wahnsinnshaus auf dem weißen Kies in der heißen Sommersonne direkt neben dir. Und du sagst zu ihr, mein Fräulein, gestatten Sie mir, Sie einzuladen in das Konzert. Ich sage Ihnen, es wird eine Wahnsinnsschau und dann kommt sie hier und sie ist eine Wahnsinnsfrau. Und sie ist so schön und du schaust da so und du denkst dir, hey Baby, ich hab dich ja schon einmal nackt gesehen. Du bist so schön. Weißt du, wo's
gewesen ist. Es ist ein Ehes auf Flimmern. Es ist ein Ehes auf Flimmern. Es ist ein Ehes auf Flimmern im Paradies. Es ist ein Ehes auf Flimmern mitten im Paradies. Cora, überall, wo ihr auftretet, stoßt ihr natürlich auf Reaktionen. Ne? Was sind das für Reaktionen, wenn ihr beide auftretet? Alle drehen sich um, alle gucken. Sehr positive Reaktionen. Sehr freundliche, nette Menschen, die fragen. Die sind eigentlich alle immer nett zu uns. Was fragen die? Die uns nicht kennen, sagen, wo kommt ihr her, was macht ihr? Sie sprechen dann amerikanisch mit ihm. Er sagt, ja, ich bin der Isa-Indianer, ich unterhalte mich mit dem Fluss, mit den Bäumen, wir leben hier. Und dann versammelt man so die Menschen und die setzen sich dann auch zu uns. Und das wird eine ganz schöne Gemeinschaft, wie auch bei den Konzerten. Mhm. Die Herzen vereinen sich dann. Denn die Menschen verstehen es schon, weil man fühlt es im Herz. Wann hat er dich sozusagen dazu gewonnen, dieses Indianerleben mit ihm zu leben? Von Anfang an. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, als ich ihn getroffen habe, ob er Indianer ist oder nicht. Ich fand ihn einfach einen großartigen, sehr interessanten Menschen. Und ich habe nie gedacht, ist es ein Indianer, ist es kein Indianer, sondern er war der Mann, den ich wollte und den ich liebte. Und seit 18 Jahren jetzt. Beschreib mal die Situation, als ihr euch das erste Mal getroffen habt. Das erste Mal getroffen waren ja schon 10 Jahre, bevor wir geheiratet haben. Da war ich unterwegs in München. Und dann kam der Sound of Thunder, auch bei einem Griechen war das. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist aber ein wilder Junge. Und dann saßen wir da und haben gefeiert miteinander und wir gingen wieder auseinander. Und haben uns alle paar Jahre wieder getroffen. Und dann hatte ich meinen 29. Geburtstag. Und da hat ihn meine Schwester eingeladen, weil meine Schwester hat mit mir Geburtstag. Und diesen Tag haben wir uns dann getroffen. Und dann bin ich zu ihm in seinen Dream Warrior, es war ein 10 Meter langer Reisebus, eingestiegen und seit dem Tag sind wir zusammen. Also Willi, wir haben jetzt die Geschichte gehört, wie ihr beide euch getroffen habt. Und jetzt musst du natürlich noch mal erzählen, was hat ein Indianer, der jetzt 60 Jahre geworden ist, noch für Träume? Das Wichtigste ist, was ist das Wichtigste? Dass wir immer träumen. Wenn wir... Marco. Willi, erzähl. Warte ein bisschen. Das Wichtigste ist, dass wir immer träumen. Denn aus den Träumen kommt alle Weisheit. Und das ist der Grund, dass Indianer immer träumen wollen. Und wovon träumst du? Jetzt bist du verstummt, aber du erzählst uns nicht, wovon du träumst. Weil es so viel ist. Wenn man sagen will, wovon man träumt, muss man es erst anschauen. Und das dauert seine Zeit. Man kann nicht sofort sagen, wovon man träumt. Es gibt natürlich welche, die träumen davon, sich einen Porsche mit 600 PS zu kaufen, der Ehrfurcht heißt. Du fährst ja auch ein tolles Auto, muss ich mal eben gerade betonen. Ja? Stimmt. Jetzt zum Beispiel habe ich gerade gesehen, dass ich mit der Cora in einem Kanu sitze. Und mit dem Kanu am Fluss runterkommen. Hast du es schon mal gemacht? Hast du schon mal eine Floßfahrt hier runter gemacht? Viele Floßfahrten, viele Kanufahrten. Der Angermeier, der alte Angermeier, war mein Freund. Und der junge Angermeier, der Michi, das ist auch mein Bruder. Und die Flässler sind meine Brüder, das sind Isa-Indianer. Richtige. Echte auf diesen Flößen, da fahren ja immer Musiker mit. Bist du da auch schon mal mitgefahren und hast die Leute unterhalten, entertained? Mitgefahren und entertained. Es war halt so. Nur so ein Floß ist jetzt nicht das, was ich unbedingt brauche.
Come on, my relation, there's a long way to go. As our people know, waters run so free. See that chance to fly like birds in the sky up that dream on the flow and the sound. Canoe, 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 canoe. Willi, du hast erzählt, du hast früher dich durch einen Indianerfilm auch so ein bisschen beeinflussen lassen. Hast du auch diese Winnetou-Filme gesehen mit Pierre Brice? Klar. Und? Ist okay, oder? Er hat dran geglaubt, für ihn war es eine heilige Sache. Der hat sich sehr auch im wirklichen Leben mit Indianern identifiziert. Ja, er hat ja dran geglaubt. Das ist natürlich eine Traumgeschichte. Das ist eine Traumgeschichte. Ja, schon, aber... Die hat ein Sachse, hat die geschrieben. Und er hat es geträumt, dass es diesen Indianer gibt. Und in Jugoslawien haben sie es gedreht? Ja, an den Plitvicer Seen. Haben sie es gedreht, weil es ein Naturwunder, die Plitvicer Seen. Naja, man muss wissen, das war die erfolgreichste deutsche Filmproduktion, die es je gegeben hat. Und Bully Herbigs, Schuh des Manitou, unter dem ich sehr leiden musste, beim Oktoberfest überall, Apache war ich da. Bully Herbigs Komödie wäre ohne den Erfolg von Arthur Brauner mit den Winnetou-Filmen niemals möglich. Nein, da baut er ja ganz bewusst drauf auf. Klar. Auf diesen Film. Ja, und man muss natürlich auch wissen, zum Beispiel, dass auch Jungs wie Schimanski oder unsere gute Uschi, die haben ja alle in diesen Filmen ihre Karriere in Deutschland begonnen. Ja, genau. Das muss man klar sagen. Ich weiß, dass meines Bleibens hier nicht lange. Ich bin gekommen, um zu gehen. Die Zeit dazwischen war das Leben. Manchmal hässlich, manchmal schön. Ja, und ich weiß, alles, alles ist ein Kreis. Dass ich auf rotem Wege wandern muss und ich weiß, alles, 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 alles ist ein Kreis. Sag mal, Willi, Blues ist ja die klassische Musik der Schwarzen in Amerika. Du bist ein Indianer und bringst quasi die beiden Dinge zusammen, plus das bayerische Element. Genau. Das ist ja ein ungeheurer Mix, den du hier zusammenzauberst, oder? Das Universum ist groß und alles, was es darin gibt, kommt zusammen. Und wenn alles vereint ist, jede Seele, jeder Stein hat eine Seele, jeder Baum hat eine, jedes Tier, jede Seele, jeder Mensch, die Seele des Universums, wenn all das vereint ist, dann ist das ein Fluss. One river. One day we will be united. And one day we will be one river. And we will be free then. Und jetzt musst du mir doch mal erzählen, von welcher Musikrichtung du dich so am meisten auch beeinflusst hast lassen? Also welche Musiker sind es gewesen? Also ich bin von Kindheit an mit Musik konfrontiert gewesen. Als Kind hat mir meine Mutter
Opernmusik vorgespielt. La Traviata, Zauberflöte, Lucia di Lammermoor, Opera Carmen. Als ich noch nicht geboren war, hat meine Mutter mir, als sie mich unter ihrem Herzen trug mit ihrer Ziehharmonika, im Akkordeon vorgespielt. Jetzt kommen die Amerikaner. Das habe ich in der Wiege gelegt bekommen. Also In the Mood und dann später Swing-Musik, Benny Goodman. Sing, 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 sing. Das war ein Drum, nicht? Das, die Trommel, nicht? Das ist Gene Krupa gewesen und so. Und später gab es dann in den 60er Jahren John Mayall und natürlich Soul Music, Sam and Dave, Aretha Franklin, James Brown und all diese Leute. Ne? Aber dann hast du ja auch mit den Münchner Musikern, so Spider-Murphy-Gang und so zusammengespielt. Ja, die Spider-Murphy-Gang ist ja sozusagen aus dem bayerischen Blues heraus gekommen. Die Jungs haben das gehört, was ich gemacht habe und fanden sie geil. Und dann haben sie gesagt, was der mit Blues macht, machen wir mit Rock'n'Roll. Und so sind die ganz berühmt geworden. Was würdest du sagen, war deine beste Zeit? Kannst du das so im Jahrzehnt festhalten? Heute. Gute Antwort. Aber wo würdest du sagen, zu welchem Zeitpunkt hattest du die größte Popularität hier in Bayern? Heute. Warum? Schau mal, wenn ich hier meinen Song singe, dann klatschen die da hinten, weil sie ihn kennen. Und ich habe das jetzt 40 Sommer gemacht und ich will es nochmal 20 Sommer machen, gern. Und es geht immer weiter. Und ich habe halt meinen Erfolg oder sagen wir mal jetzt meine Wirkungsweise nicht daran gemessen, wie viel Geld ich damit verdient habe, sondern eigentlich, ob ich es gut gemacht habe. Und ich finde, ich habe es ganz gut gemacht. Aber wo du es schon ansprichst, ich meine, kannst du davon leben, was du machst? Also musikalisch? Ja. Oder wovon lebst du? Davon. Wie muss man sich das vorstellen? It's very hard. Ich bin ja in Personalunion der Manager und der Performer. Ja. Also es ist ziemlich heavy. Also in erster Linie sind es Konzerte, von denen du lebst, oder? Konzerte und auch natürlich Tonträger. Weil ich habe einen Internetshop und da verkaufe ich meine Tonträger. Okay. Willi, also hat riesigen Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten, mit dir von der Isar umspült. Ich würde dich jetzt einfach noch mal bitten, zum Ausklang der Sendung uns noch mal so einen richtigen Willi-Michel-Fetzer zu spielen. Okay, muss ich mal überlegen. Was mache ich denn da? Pass mal auf. Okay. Feuerball, die Erde schleudert uns. König Artus lächelt fremd, überall um mich herum erscheint der Zauberer Merlin. Er zeigt uns die Erde dann von oben, wie ein Film läuft alles ab. Mit dem schwarzen Engel fliegen wir höher, 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 höher. Der Körper wird so leicht, das Ende ist erreicht. Und es war uns klar, dass dies möglicherweise das Paradies war. Wir sind alle auf der Suche nach dem Gral. Wir sind alle auf der Suche nach dem Gral.